So, ja, jetzt geht's weiter mit Valna Action hier. Ja, ich mache jetzt noch zwei Folgen. Ich denke mal, ich werde wahrscheinlich noch ein paar mehr machen. Und danach werde ich aber, nach den zwei Folgen, gehe ich aber raus. Und dann spiele ich Pokémon Go. Was zum Teufel? Sind das Kampfspuren und Überreste von Elras? Und die magische Tür ist offen. Verdammt. Ist dieses Versteck inzwischen geplündert worden? Ich muss mich vorsichtig drin umsehen. Wer weiß, was mich dort erwartet. Genau, Valna. Valna wieder auf Geheimmission. Ein verdammter Elras. Zum Glück tot. Hoffe ich jedenfalls. Der ist definitiv tot. Zum Glück tot. Hoffe ich jedenfalls. Es ist in zwei Teile geschnitten, also. Ich weiß zwar nicht, was ihn getötet hat, aber. Noch Maple-Reste von Elras? Wer könnte so mächtig sein, um so viele Elras zu vernichten? Ich muss sehr vorsichtig sein. Oh. Oh, die Ebene des Blutes. Schmerz. Nein. Ah. Was ist das nur? Dieser Schmerz. Verdammt. Ich kann nicht mehr. Wieder dieselben Sachen. Wieder die Elras-Statuen und seine Dämonenstatue. Aber hier ist nichts. Bis jetzt. Das ist auf jeden Fall ein Bücherregal. Oh. Oh, 2200 Spieler oder waren es 22.000? Ich weiß nicht. Ein Glasschimmerschild. Den brauche ich jetzt aber nicht mehr, weil. Der ist. Oder? Der schlechter? 15 magische Ausweichchance. Okay. Komm. Wenn er gleich gut ist. Ich habe keine Zeit für Bücher. Du kannst eins mitnehmen und später eins snacken und dann später lesen, Valna. Genauso wie das hier. Das könnte man doch auch angucken. Sei doch bitte nicht so. Oh. Was? Das kann nicht sein. Oh. Es ist halt einfach. Einfach Jaina. Und zwei weitere Schwerter fertig. Diese dreckigen Blutgeister sollten dankbar sein, dass ich sie von ihrem Schmerz erlöse, indem ich sie verzehre, um diese wundervollen Klingen zu erschaffen. Und jede einzelne Klinge wird Dutzende Vampire töten und damit neue Blutgeister in die Ebene der Blutgeister schicken. Bis kein einziger Vampir mehr übrig ist. Dann nutze ich das Buch. Die unzähligen Blutgeister und die Steintafel, um die Menschen von der Korruption zu befreien. Dann herrscht endlich wieder Frieden auf der Welt. Mein Frieden. Wer auch immer es wagt, diesen Frieden zu stören, wird durch mich vernichtet. Gutes Timing, Soldaten. Unten findet ihr weitere Kisten mit Schwertern, die ihr zu meiner Schwester Nyria nach Bokoran bringen könnt. Zu deiner Schwester Nyria? Du steckst also hinter all dem. Was? Du? Wie zum Teufel kann das sein? Du müsstest in der Ebene des Blutes leiden. Oder schon längst für eine meiner Klingen verbraucht worden sein. Wie kannst du es wagen, all das hier zu tun? Wagen? Wie? Ich es wagen kann? Du dreckiger Mistkerl, wie konntet ihr es wagen, mich in einen Vampir zu verwandeln? Ihr habt mein Leben zerstört, mich meiner Familie entrissen, damit ich eure kleine Tochter sein kann. Doch ein Schoßtier war ich nicht so. Nee, doch ein Schoßtier war ich, nichts weiter. Du bist Rache? Verdammte Rache, das ist dein Ziel? Und dafür schaffst du Elras, um alle Vampire auszulöschen? Bist du völlig verrückt geworden? Oh ja, ich will Rache.
Für all das, was ihr mir angetan habt. Für all das, was alle Vampire den Menschen angetan haben. Doch verrückt bist nur du, weil du die Genialität meines Plans nicht erfassen kannst. Schon bald sind alle Vampire vernichtet. Einschließlich Elaine und dir. Wie auch immer du aus der Ebene des Blutes entkommen konntest. Doch gleich werde ich dich wieder dorthin schicken. Und dann werde ich deinen Blutgeist verwenden, um eine weitere magische Klinge zu erschaffen. Du kannst die Eldas niemals kontrollieren. Du bist eine Närrin, wenn du das denkst. Du elender Dummkopf, ich habe genug über die Eldas gelernt. Sie folgen keinem Vampir, ja, aber sie folgen einem Eldas-Anführer. Ein Anführer, den ich kontrolliere. Du hast deine Schwester Nyria verwandelt, sie zu einem Eldas-Anführer gemacht. Genau genommen hat sie sich selbst verzaubert. Es musste sein. Wir haben einen Eldas-Zauber angewandt, um sie unsterblich zu machen und um ihr übermenschliche Kräfte zu verleihen. Dadurch konnte sie bereits unzählige Vampire töten. Du hast deine Schwester verdammt. Sie ist nur ein kleiner Teil meines Plans, diese Welt von allen Vampiren zu reinigen. Und sobald alle Vampire vernichtet sind, habe ich genug Blutgeister, um die Steintafel zu nutzen und dadurch die Korruption aus allen Menschen zu vertreiben. Die Menschen werden endlich in Frieden leben können, ohne Vampire, ohne Eldas und ohne Monster. Und du opferst deine Schwester Nyria für deinen wahnsinnigen Plan? Dummkopf. Die Macht der Steintafel wird auch ihre Verwandlung rückgängig machen. Du unfassbar naives Kind, deine Schwester kannst du nicht mehr kontrollieren. Ich habe sie in Atronus gesehen. Sie hat sich bereits verwandelt. Du lügst. Ich habe den Zauber so modifiziert, dass die vollständige Verwandlung noch Wochen dauert. Bis dahin sind bereits alle Vampire von der Welt getilgt. Durch meine Kontrolle, indem ich meiner Schwester den richtigen Weg weise. Also da muss ich ja einwerfen. Nachdem sie ja irgendwie tausendmal irgendwelche Eldras-Zauber benutzt hat, müsste die Verwandlung eigentlich schon instant fortgeschritten sein. Also, nicht so ein guter Plan, hätte ich gesagt. Du denkst, du kannst Eldras-Magie modifizieren? Wo sind wir hier? Nutzen wir jetzt Meta-Magic oder was? Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Jede Nutzung von Eldras-Magie wird ihre Verwandlung beschleunigen. Und so wie sie aussah, hat sie schon zu viel Eldras-Magie verwendet. Sie ist bereits ein Eldras. Du verdammter Lügner, glaubst du, du kannst mich damit reinlegen? Ich habe sie in Atronus gesehen, wie sie unzählige korrumpierte Soldaten anführte und ihr neues wahres Ich gezeigt hat. Sie ist bereits ein Eldras, egal ob du mir glaubst oder nicht. Das ist nicht wahr. Dein Plan ist zum Scheitern verurteilt, wenn du die verdammte Steintafel... Denn die verdammte Steintafel ist zerstört. Ein Stück von ihr wurde unwiederbringlich vernichtet. Nein! Lügen! Alles nur Lügen! Du verdammter Mistkerl! Du wirst mich reinlegen! Ich wünschte tatsächlich, es wäre so. Denn ohne Steintafel sehe ich keine Möglichkeit mehr, das Desaster rückgängig zu machen, das du angerichtet hast. Das kann nicht sein! Die Eldas werden alles Leben auslöschen. Und deine Schwester wird sie als Eldas dabei anführen. Ohne dass du sie kontrollieren kannst. Verstehst du, was du angerichtet hast? Und jetzt weint sie. Nein, bitte nicht. Die Steintafel darf nicht zerstört sein. Nyria. Gib mir das Buch, dann werde ich eine Möglichkeit suchen, diese ganze Katastrophe noch irgendwie abzuwenden. Nein, ich glaube dir nicht. Geh nach Atronus und sieh dir deine Schwester an, Jaina. Sie ist bereits ein verdammter Eldras und jagt nun Vampire in allen Ecken dieser Welt. Gib mir das Buch. Dann können wir das vielleicht noch irgendwie beenden. Nein. Weil ich Nyria wirklich verloren habe, müssen erst recht alle Vampire sterben. Dann soll Nyria eben als Eldras-Anführer, als Eldras ihre Aufgabe erfüllen. Du hast das Buch gar nicht bei dir, oder? Sag es mir. Was macht das noch für einen Unterschied? Dort drin gibt es sicherlich keinen Zauber, um Eldras zu vernichten. Wenn man bedenkt, dass Pharao Ustras mit dem Buch Eldras vernichtet hat, also der hat ja auch die krassen Sachen gemacht. Das Buch ist von den Eldras und sie haben keinen Zauber geschaffen, mit dem sie selbst explizit selbst schaden können. Von den üblichen Elementarzaubern abgesehen. Aber die kannst du ja inzwischen sowieso. Also vergiss das Buch, es wird dir nicht helfen. Hast du inzwischen alle Zauber aus dem Buch entschlüsselt? Elaine und mir ist das nicht gelungen. Manche Zauber waren einfach zu kompliziert. Ich arbeite daran, aber das braucht dich gar nicht zu interessieren. Du kommst ohnehin nicht an das Buch. Ich brauche das Buch, um mein magisches Halsband zu lösen.
und mit Elaine gemeinsam gegen die Elras kämpfen zu können. So können wir die Elras noch stoppen. Ein magisches Halsband? Ist Elaine damit versklavt worden? Ja. Gut so. Sie hat mich zu einem Vampir gemacht. Das geschieht dir recht. Wie konnte aus dir nur so ein verbittertes Wesen werden? Das weißt du tatsächlich nicht? Wäre dein Kopf nicht auch voller Gedanken nach Rache, wenn man dir Elaine weggenommen hätte? Man hat mir Elaine weggenommen. Doch das Elras Halsband ist sie an Asuka gebunden. Die Geschichte wird ja immer besser. Aber dann müsstest du doch verstehen, wie ich mich fühle. Ihr seid nicht meine Eltern, ihr wart das nie und werdet es auch nie werden. Jetzt treffe ich meine eigenen Entscheidungen. Und du hast entschieden, die ganze Welt mittels der Eras zu vernichten? Sei still, Weiner. Wir drehen uns hier im Kreis und dessen bin ich jetzt überdrüssig. Dann sag mir, wo sich das Buch befindet. Ich muss es haben. Lächerlich. Das Buch gehört mir. Und vielleicht ist dir nicht klar, was das für Klingen sind. Ein Schnitt und du bist so sterblich wie ein Mensch. Vielleicht sollte ich dich auf der Stelle damit töten. Dass du und Elaine sterbt, ist ohnehin Teil meines Plans für das, was ihr mir angetan habt. Ich verstehe dich. Als mich Asuka zu einem Vampir gemacht hat, war ich ganz genauso. Ich konnte es nicht ertragen, ein Vampir zu sein. Und auch viel schlimmer war mit anzusehen, wie Aisha starb. Meine Frau, die jahrelang geheim gehalten hatte, dass sie ein Vampir war. Was redest du für einen Mist? Du warst als Mensch mit einer vampirischen Frau zusammen und wusstest nicht, dass sie ein Vampir war? Sie versteckte sich vor dem Heiligen Kreuzzug. Und ihre vampirische Aura täuschte auch meine Sinne. Und meine Welt zerbrach, als ich die ganze Wahrheit erfuhr und dann gegen meinen Willen von Asuka zu einem Vampir gemacht wurde. Ist das wahr? Davon hast du mir nie erzählt. Es stimmt. Und jeden Tag habe ich Asuka gehasst. Für das, was er mir angetan hat. Der Vampirismus hat auch mir alles genommen. Und trotzdem hast du das Gleiche mit mir angetan? Du hast das gleiche Leid und Elend gespürt, das mich quält, und trotzdem hast du zusammen mit Elaine entschieden, mir das auch anzutun? Es tut mir leid. Elaine und ich hatten miteinander das Glück gefunden. Und doch fehlte uns etwas, ein Kind. Und das, um das wir uns kümmern konnten. Das alle unsere Liebe bekommen sollte. Wie du weißt, kann in einem untoten Körper kein Leben entstehen. Und so blieb uns nur die Möglichkeit, ein Mensch zu einem Vampir zu machen. Hörst du überhaupt, was du da redest? Du wolltest das Kind einer anderen Familie entreißen und hast dann mich meiner Familie entrissen? Du lebtest doch weiter. Wir hatten dich beobachtet. Du hattest keine Mutter, keinen Vater und auch Geschwister haben wir nie gesehen. Weil meine Schwester der Armee von König Geralt beigetreten ist und nur weil meine Eltern verstorben sind, gibt das euch das noch lange nicht das Recht, dreimal das in einem Satz, oh mein Gott, über mein Leben zu bestimmen und mich gegen meinen Willen zu einem Vampir zu machen. Aber nach der Verwandlung warst du so gefasst und mental stark. Stärker als ich es nach meiner Verwandlung jemals gewesen bin. Es war, als hätten wir dich erlöst, befreit von den menschlichen Fesseln der Schwäche. Dir schien das Leben als Vampir so viel besser zu gefallen, als dein einsames Leben als Mensch. Ich war niemals allein, ich hatte Freunde und meine Schwester. Und ja, das Leben als Vampir hat auch Vorteile. Vor allem, dass ich mich an allen rächen konnte, die mir in meinem Leben etwas angetan haben. Ich liebe diese Macht. Das ändert aber nichts daran, dass ihr mich gegen meinen Willen verwandelt habt. Und schon allein dafür werde ich meine neuen Kräfte einsetzen, um euch und alle Vampire davon von dieser Welt zu fegen. Wir haben dich immer geliebt. Niemals haben wir dir Schlechtes gewollt. Dann hättet ihr mich nicht zu einem Vampir machen dürfen. Wie viele Jahre muss ich deswegen in der Ebene des Blutes leiden? Jahrzehnte. Jede einzelne Minute fügte mir unfassbaren Schmerzen zu. Kein Wunder, dass so schwache Vampire wie du dem Wahnsinn verfallen. Du hast recht. Und es tut mir so unfassbar leid. Ich wollte nie, dass es so für dich und für mich endet. Doch, erkennst du nicht, dass nur die Schattengeister der Elras daran schuld sind? Ohne die Schattengeister hätten wir ein glückliches Leben führen können. Ha, Schattengeister. Ich denke eher, all die Blutgeister sollten mir jetzt dankbar sein, dass ich sie von ihrem Leid erlöse. Das Leid, das du es verursachst. Als wenn auch nur ein einziger Vampir unschuldig wäre. Sie alle haben den Menschen Leid angetan.
Glaubst du, ich habe als Blutgeist nie gesehen, was im Haus der Freudentränen passiert ist? Alle Vampire sind Abschaum oder der vernichtet werden muss. Aber auch die Menschheit ist nicht ohne Fehler. Du kannst nicht eine ganze Rasse aufgrund der Fehler Einzelner auslöschen. Was soll dieses Gelaber? Du kennst jetzt meine Motive, doch offenbar teilst du sie nicht mit mir, sonst würdest du mich einfach weitermachen lassen. Und ich warne dich. Wenn du mich aufhalten willst, zerstöre ich dich mit diesen magischen Klingen. Das hat auch Asker versucht. Er führt auch so eine Klinge. Wo zum Teufel er auch immer diese gefunden hat. Aber ich kann dir versprechen, bei mir wirkt sie nicht. Was? Das ist unmöglich. Kein Vampir sollte dagegen immun sein. Das musste Asker auch lernen, als ich ihn besiegt habe. Schon wieder nichts als Lügen. Asker lebt noch. Du hast ihn nicht getötet. Ja, aber nur weil Elaine durch das Halsband an ihn gebunden ist. Stirbt er, zerstört das Halsband ihren Verstand. Das ist interessant. Ich brauche also gar nicht direkt mit Elaine kämpfen. Das könnte ich ohnehin nicht, weil kein Vampir seinen Schöpfer angreifen kann. Stattdessen reicht es, Asker zu vernichten, damit Elaine endlich die Strafe dafür erhält, dass sie mich zu einem Vampir gemacht hat. Und weswegen ich Jahrzehnte in der Ebene des Blutes gelitten hatte. Das haben wir nie gewollt. Und im Moment lässt Asker allein jeden Tag leiden. Glaubst du, das ist für mich ein Grund, dich und Elaine zu verschonen? Es wird mir eine Freude sein, euch in die Ebene des Blutes zu schicken. Wobei, du mir vorher noch erklären solltest, wie du überhaupt rausgekommen bist. So ganz ohne Zauberbuch der Elras? Das weiß ich nicht. Ich bin erst vor kurzem wiederbelebt worden. Aber ich weiß nicht von wem. Ich weiß nur, dass diese Welt sich in den letzten Jahrzehnten massiv verändert hat. Und dass du dich massiv verändert hast. Du weißt nicht, wer dich wiederbelebt hat? Wie viele Lügen wirst du mir noch erzählen, Valnar? Tja, das ist aber die Wahrheit. Und die Wahrheit ist auch, dass ich das Halsband von Elaine lesen muss. Dafür brauche ich das Buch und du weißt, wo es ist. Wag es ja nicht näher zu kommen. Diese Klingen werden auch dich verletzen. Es gibt keine Immunität dagegen. Und da mich Elaine verwandelt hat, wird es kein Problem für mich sein, deinen Kopf abzuschlagen. Warte, es muss nicht so enden. Noch können wir versuchen, die Elras zu stoppen. Sag mir, wo das Buch ist. Kapier es endlich. Ich will die Elras nicht stoppen. Ich will, dass wir alle Vampire töten. Ich verstehe deinen Wunsch nach Rache. Doch, dass du in der Ebene des Blutes gelandet bist, war nicht unsere Schuld. Ich verstehe, dass du uns dafür die Schuld gibst. Denn nur, weil du von uns zu einem Vampir gemacht wurdest, musstest du überhaupt als Blutgeist in die Ebene des Blutes leiden. Doch in Wahrheit hast du dein Vampir-Dasein geliebt. Du hast die Freiheit geliebt, die dir deine neue Stärke verliehen hat. Kein Mensch konnte dir etwas Schlechtes antun. Wir haben dich gelehrt zu kämpfen, damit du die Macht hattest, alle Monster zu besiegen, die uns bedroht haben. Wir haben dir gezeigt, wie man friedlich mit den Menschen leben kann und trotzdem alle Vorzüge des Vampirseins besitzt. Keine Krankheit, keine Nachteile des Alterswerdens. Du kannst mir nicht erzählen, dass du all das gehasst hast. Ja, wir haben dir nicht die Wahl gelassen, ein Vampir zu werden oder ein Mensch zu bleiben. Doch anders als ich hattest du dich in deinem neuen Dasein sehr schnell wohlgefühlt. Und wäre die Geschichte anders verlaufen, hättest du ein zufriedeneres Leben als Vampir leben können. Doch dass es anders kam, war nicht Elaines oder meine Schuld. Es tut mir leid, dass wir beide so lange in der Ebene des Blutes leiden mussten. Doch Schuld daran sind ausschließlich die Elras. Ohne diese verfluchten Kreaturen wäre all das nicht passiert. Und all die Jahre des Schmerzes haben dich gebrochen. Das verstehe ich. Doch du bist ein Vampir der zweiten Generation, ich nur ein Vampir der dritten. Du konntest den Schmerz ertragen, ohne den Verstand zu verlieren. Ich erinnere mich kaum noch an die Zeit vor oder während der Ebene des Blutes. Ich weiß nicht mal, wie ich wieder in diese Welt gelangt bin. Doch ich weiß, dass die Elras, die du nun erschaffen hast, alles vernichten werden, was auf dieser Welt existiert. Und aufgrund der zerstörten Steintafel gibt es auch keinen Weg mehr, dich und deine Schwester vor den Elras zu bewahren. Du wirst wie alle anderen Vampire in der Ebene des Blutes landen. Erneut wirst du all den Schmerz spüren für Jahrzehnte, bis die Elras für ihre Zauber auch deinen Blutgeist aufzehren. Sag mir, wo sich das Buch befindet. Dann haben wir vielleicht noch eine Chance, das alles aufzuhalten. Nein! Fast hättest du mich gehabt, doch du lügst. Nyria ist kein Elras und die Steintafel existiert noch vollständig. Dann sieh es dir selber an. Deine Schwester ist gerade in Atronus und vernichtet alle Vampire.
Dort kannst du dir anschauen, was du getan hast. Selbst wenn, dann hole ich mir noch die Bruchstücke der Steintafel von Asgard Allein. Mit dem Buch setze ich diese wieder zusammen und dann erfüllt sich mein Plan. Wie bitte? Wieso von Allein? Asgards Bruchstücke sind in seinem Schloss, doch die Bruchstücke von Allein wurden von demjenigen gestohlen, der auch das Buch gestohlen hat. Und da offenbar du der Dieb bist, musst auch du die Bruchstücke haben. Was? Nein, die Bruchstücke waren nicht dort, wo das Buch versteckt war. Allein bewahrte sie an einem anderen Ort auf. Das kann nicht sein. Hat sie dich dazu angelogen? So viel zu eurer Beziehung. Wieso sollte sie das? Als Blutgeist bin ich ihr oft genug heimlich gefolgt. Ich kenne all ihre Verstecke. Das Versteck, wo das Buch platziert hatte, und das Versteck, wo die Bruchstücke von ihr liegen. Sie muss wegen Asgard und dem Halsband gelogen haben. Sie wollte verhindern, dass Asgard alle Bruchstücke bekommt und die Steintafel für sich nutzen kann. Das ist irgendwie amüsant. Egal, ich werde mir jetzt alle Bruchstücke holen und dann mit dem Buch die Steintafel verwenden. Dann findet mein Plan seinen glorreichen Abschluss. Da du mir nicht glaubst, dass ein Stück der Steintafel fehlt, lass uns ein Geschäft machen. Ich sorge dafür, dass du Asgards Bruchstücke bekommst. Und du kannst dir davor oder danach die Bruchstücke aus Allains Versteck holen. Du hilfst mir, die Bruchstücke zu bekommen? Ist das eine weitere Lüge oder ein billiger Trick? Ich werde Asgard fortlocken. Du musst dann in seinem Schloss in den Keller und die restlichen Bruchstücke holen. An den Skeletten und Vampirdienern kommst du sicherlich problemlos vorbei. Warum tust du das? Ich verstehe, dass du die Vampire vernichten willst. Vor allem Asgard darf gerne in der Ebene des Blutes verrotten. Doch ich will Allain zurück. Und dafür muss ich irgendwie das Halsband von ihr lösen. Und deswegen bist du hierher gekommen, um einen Weg zu finden, das Halsband zu lösen? Ich wollte ein Artefakt finden, das mir dabei hilft. Doch, dass du hier bist, damit habe ich nicht gerechnet. Das hilft mir aber, denn du weißt, wo sich das Buch befindet. Dort muss es auch einen Zauber geben, um das Halsband zu lösen. Ich habe kein Interesse, Allain zu helfen. Ich hoffe, die Eras vernichten sie. Oder Asgard stirbt und Allain verliert für immer ihren Verstand. Das wäre auch eine gerechte Strafe für sie. Ich locke Asgard fort, dann bekommst du die Bruchstücke. Andernfalls wirst du dich mit ihm, Allain und mir anlegen müssen, denn Asgard wird nicht zulassen, dass du seine Bruchstücke stiehlst. Und solange Allain das Halsband trägt, darf Asgard nicht sterben. Und ich werde auf keinen Fall zulassen, dass Allain etwas passiert. Tja, das ist die Kette. Das ist die Dreierkette. Ha! Mit diesen Waffen werde ich euch alle töten. Da du mir nicht glaubst, dass die Steintafel unvollständig ist, wäre es doch viel einfacher, wenn du die Bruchstücke kampflos bekommst und dann deinen Plan mit der Steintafel und dem Zauberbuch der Eras durchführst. Du solltest nicht vergessen, dass Asgard auch eine solche Klinge besitzt. Bist du sicher, dass du stärker bist als er? Ein Treffer mit seiner Klinge und er wird dich zerquetschen wie eine Made. Du würdest ihn lang genug von seinem Schloss fortlocken? Und im Austausch dazu willst du nur einen Zauber, der das Halsband von Allain löst? Ja, so ist es. Nun, ich habe den perfekten Köder für Asgard. Du lockst Asgard zur Festung Uldarin, damit ich aus seinem Schloss die Bruchstücke holen kann. Es könnte aufgrund des Gewichts und der Anzahl der Bruchstücke etwas dauern. Du musst ihn also lang genug dort beschäftigen. Da versuche ich einen passenden Zauber aus dem Buch heraus. Ich habe es zwar nicht bei mir, aber ich weiß, wo es sich befindet. Ihr habt da noch genau so lange Zeit, eure Freiheit zu genießen, bis ich die Steintafel nutze. Da du ja behauptest, die Steintafel wäre unvollständig, solltest du ja kein Problem für dich darstellen. Doch falls du mich angelogen hast, dürfte eure gemeinsame Zeit nur wenige Stunden andauern. Warum Festung Uldarin? Was befindet sich dort? Dort befindet sich das Versteck von Sabaltur. Es sollte nicht schwer sein, Asgard zu motivieren, dort aufzuräumen. Er denkt ohnehin, dass Sabaltur das Buch hat. Was? Woher weißt du, dass er Sabaltur wegen dem Buch sucht? Glaubst du aber, eure Taten sind unbeobachtet geblieben? Sabaltur ist ein Schwein. Es wird Zeit, dass er von dieser Welt getilgt wird. Seine Soldaten waren nützlich, um die Bevölkerung zu verängstigen. Doch jetzt ist es an der Zeit, ihn zu zerfetzen. Die Bevölkerung verängstigen? Wovon redest du? Das wirst du herausfinden, wenn du ihn in der Festung Uldarin besuchst. Ich sage nur, dass eine verängstigte Bevölkerung sich viel leichter davon überzeugen ließ, dass Nyria ihr Retter ist. So, wie es einst Vincent Reynard, der Retter der Menschheit, Menschen gewesen ist. So ist es heute meine Schwester Nyria, die den Menschen die Hoffnung auf einen Sieg über die Vampire gibt. Und dort, wo die Vampire nicht genug Angst erzeugt haben, waren Sabaltur und seine Soldaten unterwegs und haben getan, was sie getan haben. Sabaltur befindet sich wirklich in Festung Uldarin? Dann sollte es wirklich nicht schwer sein, Asgard dorthin zu locken. Lass das widerliche Schwein Sabaltur ruhig leiden. Er hat es verdient, ebenso wie seine Soldaten dort.
Wir sollen also für dich Sebalto töten. Und dann erhalte ich den Zauber zum Neutralisieren des Halsbandes. Ich kenne das Versteck und werde mich dort reinschleichen, während Sebalto unterwegs ist. Dann platziere ich den Zauber in einer der Truhen dort. Vielleicht gelingt es dir sogar, den Zauber zu nehmen, ohne dass Asgard bemerkt. Spar dir diesen Blick, du hast keine Wahl. Auch wenn dir diese Waffen tatsächlich nichts anhaben können, bin ich immer noch stärker als du. Du hast es selber gesagt, ich bin ein Vampir der zweiten Generation. Falls du dich überschätzt und du wieder in der Ebene des Blutes landest, was glaubst du, wird dann aus Elaine? Asgard wird sie so lange quälen, bis die Elras auch ihn und sie getötet haben. Falls die beiden sich wie auch immer verstecken können, könnte das eine sehr lange und schmerzhafte Zeit für Elaine werden. Und wie wird sie reagieren, wenn du nicht mehr zurückkommst? Die Zauber wird sie völlig überwältigen. Und ich bin mir sicher, du wirst nicht wissen, was Asgard dann mit ihr anstellt. Glaubst du, die Elras werden dich verschonen? Nein, sie werden auch dich vernichten. Wir sehen uns ohnehin in der Ebene des Blutes wieder, wenn du deine Abmachung nicht einhältst. Das wird sich noch zeigen. Also wirst du Asgards Festung Ulderin locken? Geh du nach Atronus und sie nach deiner Schwester. Wenn du erkannt hast, was aus deiner Schwester geworden ist, erwarte ich, dass du den Zauber zum Lösen des Halsbandes in Sabaltos Versteck platzierst. Nun solltest du nicht gelogen haben und meine Schwester ist wirklich bereits ein Elras, werde ich sicherstellen, dass sich der Zauber dort befindet. Dann kannst du deine gemeinsame Zeit mit Elaine für die wenigen Stunden genießen, bis ich die Steintafel verwende. Außerdem werde ich sicherstellen, dass Sabalto auch wieder dort ist. Und wenn ihr in seinem Versteck ankommt, tötet ihn möglichst qualvoll. Nun dann überzeuge dich selbst von der Verwandlung deiner Schwester. Danach halte ich bereit, denn ich werde in Kürze Asgard zur Festung Ulderin locken. Und wenn du dann erkannt hast, dass die Steintafel zerstört wurde und die Elras die ganze Welt vernichten werden, bring mir das Buch, damit wir noch irgendwie die Elras aufhalten können. Wir werden sehen, ob du gelogen hast. Halte dich an die Vereinbarung und es geht bald los. Viel Spaß in der Festung Ulderin. Suche nach einer Kette im Keller, die öffnet den Eingang in das Versteck. Mmh.